Und damit begrüße ich euch zurück hier zu einer neuen Lotus-Folge. Ja, es ist da. Streets of Lotus ist jetzt käuflich erwerblich. Allerdings mit einem kleinen Umweg, den ihr machen müsst, wenn ihr natürlich Streets of Lotus kaufen müsst, findet ihr im Lotus-Forum einen offiziellen kleinen Weg. Ihr müsst das Ganze über der Website machen, packt das schon in den Warenkorb rein, loggt euch dann ein und könnt es dann kaufen. Über Steam selbst funktioniert das scheinbar nicht. Da gibt es irgendwie noch einen kleinen Bug, welches jetzt aber noch irgendwie behoben wird. Wir haben es aber über diesen Umweg gemacht, damit wir euch natürlich die Streets of Lodul, das Streets-Modul natürlich hier vorstellen können. Und das ist er. Das ist unser MAN, der jetzt neu dazugekommen ist. Das ganze Addon kostet 39,99 €, wenn ihr das kaufen möchtet. Ist eigentlich, das ist halt, ne, das als DLC eigentlich gar nicht so anzusehen, sondern es ist halt für jemanden, der jetzt, ich sag mal, so ein bisschen mehr Bus fahren möchte, der kauft sich eher das Busmodul. Wer so der Straßenbahn kaufen, fahren möchte, der kauft sich dann das Straßenbahnmodul. Also es, in dem Sinne ist es ja euch überlassen, was ihr fahren möchtet. Möchtet ihr eher Straßenbahn fahren, eher Bus fahren? Und von daher finde ich 39,99 € ziemlich okay für den Preis. Wir sehen auch, dass das Modell an sich noch nicht fertig ist. So stand es auch im Forum drin, dass das Modell halt nicht fertig ist. Deswegen ja auch diese Umfrage, ob es noch dieses Jahr erscheinen soll oder erst nächstes Jahr. Dieses Jahr hat gewonnen. Freue ich mich sehr drüber, denn wir werden jetzt unsere erste kleine Runde drehen hier mal mit dem MAN und werden mal schauen, wie sich das Ganze fährt, wie sich das Ganze anfühlt. Allerdings ohne Lenkrad, denn dadurch, dass mir die Zeit ein bisschen wegrennt, habe ich es nicht mehr geschafft, mein Lenkrad vorher zu konfigurieren. Das Schöne ist, hier ist so ein bisschen diese alte OMSI-Steuerung mit drin, dass wir hier so mit der OMSI-Steuerung fahren können. Finde ich eigentlich persönlich eine ziemlich coole Sache. Und schauen wir uns noch mal an. Wie gesagt, hier drinnen sehen wir, dass die Sitze hier noch so alle ein bisschen schweben, aber das ist, wie gesagt, alles ja halt noch Early Access. Genauso sieht es halt hier oben dementsprechend halt auch aus. Aber ich finde an sich so, der Grafikunterschied, man merkt den Grafikunterschied zwischen OMSI und Lotus eigentlich direkt, ja. Wenn das nachher richtig voll ausdetailliert ist, dann denke ich mal, kann man hier schon ordentlich was sehen. Unser Fahrerplatz hier sieht sehr aufgeräumt aus und kann sich absolut mehr als sehen lassen. Deswegen sage ich mal jetzt, wir starten mal hier unsere Maschine hier, ne? Guck mal hier, Hello Biohazard 1986. Nee, cool. So. Starten wir das Ganze mal, drücken den D-Gang rein, hauen hier die Parkbremse raus und dann geht's auch schon. In die richtige Richtung. Ah, es ist ein schönes Gefühl. Die Steuerung ist wirklich 1:1, finde ich das ziemlich cool. Das ist wirklich 1:1. Ach, jetzt haben wir hier wieder die Maussteuerung. Das, nein, lass doch los. 1:1 wieder halt OMSI durchkommt, was ich ziemlich interessant finde, ziemlich cool finde. Ja, wir werden uns das Ganze, wie gesagt, heute nochmal versuchen, heute Abend spätestens im Livestream nochmal anzuschauen. Freue ich mich sehr drauf, ja. Vielleicht auch mal im Multiplayer das Ganze mir mal anzugucken. Ich denke mal, das könnte schon ziemlich interessant werden. So, Türen zu. Parkbremse raus. Ah, was ist denn jetzt los? Will er nicht? Ah, okay. Muss man sich erstmal natürlich dran gewöhnen, ne? Das Ganze so ein bisschen mit der Tastatur gespielt werden. Ich bin das halt gewohnt, dass das Ganze halt über Dings funktioniert, ne? So, sonst haben wir natürlich hier schon die Lichter, die hier soweit funktionieren. Ne? Das wird auch innen drinne hier dementsprechend schon signalisiert. Haben wir hier den Kinderwunsch, das ist schön automatisch hier. Absteckfunktion scheint hier noch nicht zu funktionieren. Sonst, wie gesagt, kann man das Ganze ja hier drüber regeln, ne? Bremsdruck
und so weiter und so fort, Warnblinker und ja. Das spielt sich richtig gut mit Tastatur. Ich finde, das fühlt sich auch alles ziemlich gut an. Das sieht ein bisschen eigenartig aus, tatsächlich, gebe ich zu. Ah, das macht jetzt schon Laune. Ich bin gespannt nachher, wenn man auf eigene Karten zum Beispiel das Busmodul setzt, wie sich das dann, das Ganze dann spielt. Oh. So. Das soll erstmal so weit, erstmal so für eine kleine Fahrt jetzt reichen. Ihr seht, es funktioniert. Es kostet 39,99 €. Finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist auch fein gedeutscht. Der Bus, der ist natürlich noch nicht fertig. Ne? Der muss natürlich noch ein bisschen an sich arbeiten. Das wird jetzt auch wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres passieren, dass das Ganze dann dementsprechend halt weiter ausmodelliert wird, ne? Dass der Bus dann halt richtig schick aussieht. Das Fahren an sich finde ich jetzt persönlich jetzt gar nicht. Das fühlt sich halt alles sehr an wie OMSI tatsächlich. Also es bleibt auch weiterhin wahrscheinlich OMSI. Wie gesagt, von der Steuerung, wie das Ganze gibt und fühlt sich das Ganze schon sehr, sehr gut an, finde ich persönlich. Auch wie gesagt, die komplette Steuerung, ihr müsst euch dementsprechend halt nicht neu umgewöhnen oder sowas. Ne? Wenn ihr einmal OMSI mit Tastatur gefahren seid, dann habt ihr die Steuerung hier dementsprechend halt auch sofort raus. Von daher passt das. Die FIS-Anzeige, die funktioniert hier wohl auch, weil ich das Ganze jetzt auch noch nicht getestet habe. Das werden wir heute dann wahrscheinlich im Laufe des Livestreams dann mal testen. Gehe ich mal stark davon aus. Also ich freue mich da sehr drauf. Es ist ein richtig tolles Weihnachtsgeschenk gewesen von Lotus, meiner Meinung nach. Auch wenn der ein oder andere davon jetzt noch gar nicht so begeistert ist. Fühlt sich das Ganze schon extremst gut an und ich freue mich, wie die Entwicklung halt hier in der Richtung weitergeht mit dem Streets-Modul. Wir werden uns das Ganze dann auch mal so in dem Map-Editor mal anschauen, wie sich das Ganze da verhält. Also in den nächsten Tagen gibt es auf jeden Fall hier reichlich Folgen mit dem Bus-Modul mit Streets of Lotus. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und wenn ihr natürlich noch Fragen habt, dann fragt, stellt sie, schreibt sie in die Kommentare und wir werden, ich denke mal, heute im Laufe des Tages ja, definitiv noch einen Livestream dazu uns angucken und also selbst machen. Wir werden uns das halt mal anschauen und dann haben wir dementsprechend auch ein bisschen mehr Zeit. Wie gesagt, mir rennt leider die Zeit jetzt ein bisschen davon, weil ich jetzt noch schnell zur Arbeit muss und ich wollte das vorher aber noch getestet haben, weil ich das schon extremst gut fand. Wie gesagt, wenn ihr das kaufen möchtet, das Modul, müsst ihr das erstmal auf einem umständlichen Weg machen, halt über die Website von Steam das Ganze kaufen, weil an sich funktioniert das Ganze nicht, weil er mir halt immer persönlich dann immer schreibt, so, sie besitzen das Addon schon, was aber in dem Moment ja nicht der Fall ist und somit könnt ihr das Ganze ein bisschen umgehen. Wie gesagt, das Ganze findet ihr dann genau in dem offiziellen Lotus-Forum. So, ich verabschiede mich jetzt erstmal, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart und hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns hoffentlich heute zum Livestream dann wieder, wenn wir uns das Streets-Modul mal direkt richtig unter die Lupe nehmen. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, sage tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!